Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute haben wir Sonntag 19 Uhr und EA hat wirklich eine sehr, sehr, sehr nice SBC rausgehauen, ja. Wir hatten ja damals schon die Auswahl zwischen Gervinho und S-Wein. Und diesmal gibt es so eine ähnliche SBC, wo wir uns zwischen zwei Spielern entscheiden können. Und wir gehen auf diese SBC ein, schauen uns die zwei Spiele an und wir schauen uns dann in-game auch die Werte von den beiden Spielern an. Und dann sage ich euch, für wen ich mich entscheiden würde und ob ihr die SBC machen sollt, ja. Bevor wir damit anfangen, Leute, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen, falls ihr nicht Abonnent meines Kanals seid. Und falls euch das Video gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Wow, to 2000 Subs, wir brauchen nur noch 15 Stück, Leute, dann haben wir 2000 Abonnenten und dann, ja, folgt ein kleines Special. So, ich würde sagen, wir gehen auf die SBC ein. Was müssen wir abgeben? Zwei Sachen. Okay, hier haben wir einmal, wo wir ein Prime-Gold-Spieler-Set klein bekommen. Das ist kein schlechtes Pack. Hier müssen wir mindestens ein United-Spiel abgeben, mindestens ein Team of the Week oder TOT Moment. Eine Gesamtrating von 83, Teamchemie von 80. Teamchemie von 80 ist ein bisschen blöd, weil so müssen wir wahrscheinlich mehr in die Premier League gehen durch den United-Spieler. Was wird uns diese SBC circa kosten? Der Markt ist ja stetig am Sinken. Ich würde hier so 30, 40k schätzen. Ich glaube nicht, dass die SBC den Markt so anheben wird. Und hier haben wir ein selten gemischtes Spiel, das ist jetzt auch kein schlechtes Set. Ein League-A-Spieler mindestens ein, wieder Team of the Week oder TOT Moment mindestens ein, 85er Rating und Teamchemie von 75. Lass diese SBC nicht mehr als 100k kosten. Heißt für beide SBC, roundabout würde ich schätzen 150k. Ich kann euch aber gleich, wenn ich komplett daneben liege, kann ich euch gleich in den Kommentaren den Preis anheften, ja, wie viel die genau kosten wird. Und jetzt schauen wir uns die beiden Spiele an, was wir denn bekommen, Leute. Und wir bekommen hier zwei Spieler, einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger, ja. Und der Linksverteidiger sieht für mich jetzt schon mal sehr, sehr schmackhaft aus, denn ich suche einen, ja. Wir bekommen hier einmal einen Raphael aus der League A. Das Gute hier ist, dass es kaum League A-Rechtsverteidiger gibt. Es gibt einen SBC Lala, den ihr damals gemacht habt, oder den damals wie ich nicht gemacht habt. Und somit kriegen wir jetzt einen neuen Rechtsverteidiger, der gar nicht so schlecht aussieht. 90 Tempo, 83 Physik, 87 Pass, 87 Dribbling und 88 Defensive. Oder ein Fabio, Leute, ein Linksverteidiger mit 92 Pace, 89 Physik, 88 Dribbling. Wir schauen uns die beiden an. Wie hießen die mal? Fabio und Raphael. Okay. Wir schauen uns die an, Leute. Nicht wundern, das ist nicht mein Team, womit ich die Weekend League spiele, sondern womit ich die Aufgabe für das Pack bekomme, für die La Liga Santander Pack. So. Gehen wir erstmal auf den, für den ich mich wahrscheinlich nicht entscheiden werde. Und zwar, Raphael. Ich weiß, er ist kein Linksverteidiger, sondern Rechtsverteidiger. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Werte jetzt in-game aussehen. So, Raphael, anfällig für Verletzung, Flair, Grätschen, CPU, okay. So, wir haben hier die Werte. Tempo 93 ist super, Passspiel ist super, Dribbling ist super, Defensive ist super, Physik super. 86 Ausdauer ist ein Mini-Kritikpunkt, dafür 92 Stellungsspiel. 83 Ruhe ist auch okay, Defensivbewusstsein von 85 ist sehr, sehr gut. Fairer Zweikampf 90, an sich ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger, weil es halt so wenig aussieht. Es gibt halt nur diesen SBC Lala, dann in Form von Lala und dann gibt es auch ihn, nur ihn hier, ne? Deswegen gibt es da nicht viel Auswahl. Und ein Atal natürlich, ein Rechtsverteidiger, Footbürste, habe ich ganz vergessen. Aber wahrscheinlich haben den nur die wenigsten gemacht. So, jetzt gucken wir uns den anderen an. Hier, Fabio. So, wir haben hier Mitte, Spezialmobilie 3, schwacher Fuß 4 ist schon mal besser als Raphael. Bei Raphael war ja 4-3 und nicht 3-4. Und dann schauen wir uns die Werte. Warte, woher kommt der eigentlich? Auch aus Frankreich. Oh. Okay. Oh nein. Er hat Ausdauer von 77. Oh nein. Wie groß ist er? 1,72. Oh nein. Das gleiche wie Fuchs. Er ist, ihn kann man auf links stellen, ist aber ein besserer Innenverteidiger, weil mit 77 Ausdauer, Leute. Aber an sich sieht die Karte nicht schlecht aus. Abschluss 56 braucht er nicht, Effet braucht er nicht, Kopfballpräzision braucht er nicht. Sonst ist alles grün. Heißt, diese Karte kann man als IV spielen, diese Karte kann man für 50 Minuten auch als LV spielen. Als ZTM kann man die Karte oder als ZM spielen, aber da wird die Ausdauer auch nicht reichen. Ja, aber an sich eine sehr, sehr geile Karte, ähnlich zu Fuchs, finde ich. Nur, dass er kleiner ist, dass er beweglicher ist, aber sonst eine sehr, sehr ähnliche Karte. Schließe ich die ab, ist die Frage. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht mache ich auch den Rechtsverteidiger aus, also den, den Rechtsverteidiger, den wir uns gerade angeschaut haben. Ich bin mir nicht sicher.
Jetzt ist die Frage, Leute, was macht ihr? Macht ihr einen davon? Schließt ihr einen davon ab? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben nicht vergessen. Ich bin damit raus. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.